Hey, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Und jetzt wollen wir Wenn mal du aber sagst, das Theaterstück an interessante und coole Sachen zu sehen, das Theaterstück angucken. Vorsicht, Entschuldigung. Darf ich mal? Verzeiht bitte. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich muss da mal durch. Tut mir leid. Entschuldigung. Schöner Stuhl. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Ich weiß nicht, wen? Wen sie. Den da? Das goldene Ziel. Wo ist das goldene Ziel? Nein, ich sehe ihn nicht. Tut mir leid. Verdammt. Wo ist er denn? Ah, ja, da habe ich doch gerade hingeguckt. Idiot. Gab nochmal. Ja. Er sitzt in einer der Logen da. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Aha. Okay, okay. Boah, jetzt war ich wieder raus. Entschuldigung. Entschuldigt vielmals. Tut mir leid. Oh, verzeiht bitte. Tut mir leid, bleibt sitzen. Assi. So. Ich muss mal hier hoch. Tut mir leid. Ja. Muss ich hier rum? Na, mich sieht keiner, ist klar. Ich muss mal hier lang. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Da hoch. Okay, okay. Hier darf ich wahrscheinlich nicht hin, ne? Ja, habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Hier muss ich hoch. Ja. Hier geht's weiter. Ihr seht mich alle nicht. Ihr seid so Noobs. So, jetzt hier hoch. Wir müssen leise sein. Psst. Ha! So, perfekt. Ha! Weg hinter die Bühne finden. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Wir sind... Ich weiß noch nicht genau, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob das Connor ist. Ja, warte. Hä? Im Kreis drehen, um richtigen Winkel zu finden. Dann die Spannung halten. Da, warte. Hä? Warte mal. Ich check das nicht. Wie soll das denn jetzt... um den richtigen Winkel zu finden, dann den Haken in Position halten. Ja, dann lass das Scheißding doch da drin. Das gibt's doch gar nicht. Da, ja, was ist denn jetzt? Ah, da, boah, ich werd doch bescheuert, das gibt's doch gar nicht. Warte, warte. Mein Gott. So, so.
ist offen? Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. So. Da muss ich holen. Da muss ich natürlich. Oh, psch, psch, psch. Oh mein Gott, nochmal. Oh, ey. So. Ich auch. Aha. Ich muss mal hier hoch. Mein Gott, das kann... Oh, nicht wieder runter. Hoch. So, jetzt links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nochmal. Jeremy hat heute einen wirklich guten Abend. Er ist ein Juwel. Oh ja. Das ist ja die Krönung. Hoch. Okay, okay. Ja? Na, wir sind da. Ist ja der Knüller. Na, mein Freund. Hey, Sam. Aha. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Oh, verdammt! Scheiße. Hey, das ist überhaupt nicht der Charakter, mit dem wir, glaube ich, nachher spielen. Ich glaube, das ist der kleine Junge. Ich glaube, der kleine Junge ist Connor. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber Connor ist ja, glaube ich, halb Indianer. Und der... Oh! Schnell! Ich muss hier raus. Bitte! Da drüben! Der hat mich vergangen! Der Mann dort! Ergreift ihn! Batz! Ein Mann ist im oberen Rang getötet worden. Ich habe nichts getan! Ich will ihn suchen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verzeiht bitte, Meryl. Nicht ja. Wurde ein Mann getötet? Da muss ich rein. Lass mich mal da durch. Lass mich doch hier durch, verdammt. Ich muss hier raus. Weg da. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Nein, gar nichts. Alles in Ordnung. Es ist doch auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Ich bleibe wohl sicher. Geh mal weg da. Los, Bewegung. Hey. Oh, was? Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich jetzt zeigen, wer der Johannochse ist. Wollt ihr? Ich muss hier raus. Ich suche hier entlang. Mhm. Verstanden. Wenn du jemanden findest, geh weg. Aus dem Weg. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ich habe keine Zeit für euch. So. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Eckefleet und Bright. Wie ist das doch, Connor? Doch, das, ja, muss ja. Eigentlich. Faszinierend. Glaube ich. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen.
Ah ja. Die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Okay. Aber Haytham, so hieß Connor, glaube ich, auch nicht. Der hatte so einen komischen Namen. Ich weiß halt gar nicht mehr. Keine Ahnung. Oder ist das... Ich bin mir nicht sicher. Na, der kleine Junge kann ja auch gar nicht Connor gewesen sein. Ich war da, glaube ich, in England, oder? Ich weiß es nicht. Spekulationen bringen mich nicht weiter. Weniger schreiben, mehr rumtrinken. Etwas nee. Frische Luft wird gut tun. Okay. Na, lass mich da raus. Na, hier komme ich nicht raus. Entschuldigung. Na, hier, warte, hier komme ich raus, warte. Das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. B. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Ganz schön dicke Backen, wa? Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ja. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie jetzt. Ich hier das finde. Scheiße. Das reicht, Briggs. Halt dich da raus! Wie mu... Warte. Warte, B halten. Okay. Okay.
Batz, 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 immer in die Fresse. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Oh ja, mein Freund. Lass das sein. Wenn der Captain uns sieht. Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Kriegen wir schnell hin. Bam! Das sah gut aus. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Oh, mein Freund. Etwa nicht. So, komm schon. Komm schon her. Komm schon. Tu es. Oh, das tut mir leid. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Ach, boah. Hast du ein kleines Brotmesser? Falscher Knopf. Zack. Was hat das zu bedeuten? Alles in Ordnung. Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Zack. Den habe ich dir erstmal schön gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, oder? Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Richtig. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Ja, ich regel das. Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Das ist eine coole Sau. Gefällt mir. Das ist eine richtig coole Sau. So, wollen wir nochmal gucken, was hier. Ah, jetzt muss ich erstmal zurück. Wahrscheinlich schlafen und dann geht's rund. Dann gibt's hier Gemetzel. Wo war denn meine Kabine nochmal? Nee, warte, hier. Hier ist meine Kabine. Ja. Interagieren. Ja, schreib mal schön. So, wann geht's los? Ich will endlich mal ein paar Leute killen. Mhm. Atlantischer Ozean, Tag 28. Mr. Kenway. Hier. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Ich regel das. Warte, gib mir eine Minute. Mannschaft befragen.
Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgesetzt. Du hast doch nicht anders überlegt, oder? So, mit wem soll ich denn jetzt hier quatschen? Mit ihm hier. Ja, dann quatschen mit ihm. Aber das erst im nächsten Part. Macht's gut.